von wem auch immer. Handelsverträge schließt man im Frieden und in Respekt wechselseitig voreinander. Amerika hat nicht das Recht zu diktieren, welche Räume relevant sind, um sich selber als Wirtschaftsmacht bei einer Riesenüberschuldung gerade noch zu behaupten. Ohne die Chinesen breche die amerikanische Währung lange schon zusammen. Und wie wir eben hörten, sie wären in der Region die Einzigen, die neutral genug wären, den drohenden Bürgerkrieg nach Abzug der Okkupantenarmee einigermaßen in die Zukunft zu bringen, vielleicht sogar im Frieden noch mit den Indern. Amerikaner haben da nach allem, was sie getan haben, nichts mehr zu verlieren auf Jahrzehnte hin. Wir Deutsche sind inzwischen genauso eine Bürgerkriegspartei. Und die Briten haben dort eine Vergangenheit, die so blutbeschmiert ist, dass man sie kaum abwaschen kann von den Wänden der Geschichte. Die alle sind die Letzten, die Afghanen sagen müssten, wie sie zu leben hätten. Es genügt am heutigen Tage aber keineswegs, das Thema Afghanistan zu formulieren, weil es in einer langen Reihe einer sorgfältig geplanten Umerziehung des deutschen Bewusstseins spätestens seit 1991 steht. Man hat uns beigebracht in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1955, dass wir der NATO beizutreten hätten. Konrad Adenauer sah die Gefahr des Durchmarsch der UdSSR gleich bis zum Atlantik. Deutsche lernten 10 Jahre nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs mit über 50 Millionen Toten, darunter 20 Millionen russischer Bürger, wieder zu töten. Aber man sagte uns, wir lernen all das Grauen nur, damit wir glaubwürdig abzuschrecken vermögen und deshalb jeden Aggressor fern von unseren Ländern halten. Wir sind Soldaten, um nie tun zu müssen, was Soldaten tun. Ein moralisches Splitting. Die katholische Kirche erklärte damals sogar, kein Katholik hat das Recht, sich auf sein Gewissen zu berufen und den Wehrdienst zu verweigern. Der Protestant Niemöller erklärte, diese Bundesrepublik ist ein Kind, das man in Washington gezeugt und im Vatikan getauft hat. Vierzig Jahre lang beschäftigte man sich im Kalten Krieg mit der ausgeglichenen Drohung. Wir hatten Leute an der Macht, die ausrechneten, dass beim atomaren Erschlag je nach Winddrehung 50 Millionen Menschen, 100 Millionen, 150 Millionen sterben würden in wenigen Minuten. Diese Leute nennen sich die Gewinner des Kalten Krieges, die Vertreter von Recht, Moral und Freiheit. Wir sollten uns allen Ernstes fragen, ob sie nicht einen Sprung in der Schüssel haben und ganz woanders hingehören als in irgendein Parlament oder irgendeine Regierungsbank. Im Jahre 1989 mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums und der beginnenden Auflösung des Warschauer Paktes hat Michail Gorbatschow einen Vorschlag aufgegriffen, der 1956 schon vom polnischen Außenminister Rapacki lanciert worden war. Abrüstung in Gesamteuropa, von Weißrussland bis Kap Finisterre in Frankreich bis zum Ende der Welt. Gorbatschow schlug dasselbe wieder vor, in der Hoffnung, wir könnten die gigantischen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten konvertieren in zivile Ziele und eine europaweite Kooperation. Genau daraus sollte nichts werden unter Bush dem Älteren und Kanzler Kohl. Man plante die Ostausdehnung der NATO. Seitdem haben wir den Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Inzwischen werden Raketen postiert in Polen, Rumänien, Bulgarien. Aber Russland darf dagegen nichts sagen. Inzwischen agitiert die NATO in Georgien, destabilisiert sie die Ukraine, hat sie einen Fahrplan für weitere Kriege, Somalia, den Jemen, wo eigentlich nicht. Im Zielrohr liegt schon längst der Iran mit einem Haufen
von verdrehten Zitaten von Ahmadinejad zur Ausrottung von Israel, das er so nie gesagt hat. Raketenschilde gegen Raketen, die überhaupt nicht da sind und ganz sicher nicht Israel angreifen, indem sie Polen oder Deutschland überfliegen. All dieser Irrsinn wird gemacht, indem wir Deutsche aufgefordert werden, Schritt zu fassen. In wenigen Momenten, 1991 in Kuwait, bezahlen wir nach Scheckbuchpolitik, dass wir noch nicht dabei sind. Die Lüge, die damals die Friedensbewegung schwächte, war Bush den Älteren bekannt. Die Szenen von den Kindern, die man aus den Brutkästen holt und auf den Steinboden des Krankenhauses wirft. Aufnahmen waren dies gedreht in London mit der kuwaitischen Botschafterin. Eine Propaganda, die Bush der Ältere 40 Mal auf den Straßen wiederholt hat, um uns kriegswillig zu machen gegen solche Barbaren. 1992 in Somalia hatten wir unter Kohl zum ersten Mal Sanitäter in Somalia bei der Jagd nach dem Clanchef Aidid. 1998 zeigten die ehedem pazifistischen Grünen, dass sie nichts weiter sind als Köpfe, die auf Hälsen sitzen, so bestrebt wie ein Korkenzieher nach dem Wein, so gierig nach der Macht. Denn so erklärte plötzlich Außenminister Joschka Fischer den Plan von Milosevic, in Hufeisen-Zangenbewegung das Kosovo von Albanern zu reinigen. Diesen Plan hat es nicht gegeben. Es war der Krieg von Madeleine Albright. Aber zum ersten Mal bombardierten deutsche Kampfflugzeuge wieder Belgrad. Das war grüne Politik. Und seitdem sind wir dabei, Kriege akzeptieren zu sollen in der deutschen Bevölkerung. Unbedingte Solidarität mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Schröder und Fischer 2001. Dass wir nicht auch im Irak stecken, liegt daran, dass Frau Merkel damals noch nicht Kanzlerin war. Sie hatte nötig, ohne jedes Amt nach Washington zu fahren und Bush den Jüngeren zu erläutern, dass unter ihrer Ägide natürlich Deutsche sich beteiligen würden. Jetzt sitzen wir dabei und sollen lernen, dass Krieg führen wieder eine gute Sache sei. Die Zeit vor 2 Wochen schrieb tatsächlich, wir leben jetzt in Zeiten solcher humanitären und internationalen Aufgaben und Verpflichtungen, dass ein fundamental pazifistischer Reflex aus der Nachkriegszeit von 1945 obsolet geworden ist. Weil der Pazifismus ist nicht etwas, das sich nach den Zeitläufen dreht, wie vielleicht ihr eigenes Zeitungsblatt nach dem Winde der Regierenden. Pazifismus ist eine Überzeugung von hoher moralischer Qualität und sie hält Stand der Propagandalüge in den Medien, elektronisch wie in den Printmedien. Wir haben keine humanitären Verpflichtungen. Wir haben eine Bündnistreue einer Bewegung der NATO nämlich gegenüber, die längst mutiert ist von einem sogenannten Verteidigungsbündnis, das es im Grunde niemals war, eher ein Angriffsbündnis, heute auf jeden Fall zu einer kriminellen Vereinigung, welche die gesamte Welt verunsichert. Schlimmer als die Mafia haben wir die NATO. Bündnistreue kann es wohl nur geben denjenigen gegenüber, die zumindest die Bedingungen des Bündnisabschlusses einhalten. Ändern sich die Bedingungen, hat man ein Recht auszutreten. Selbst Herr Bahr, damals unter Brandt, einer der Brückenbauer der Ost-West-Verständigung, konnte vor Jahren bereits sagen, eine Abrüstung wird es schon deshalb geben, weil die Rüstung gar nicht mehr bezahlbar ist. Und ich versuchte damals zu sagen, Herr Bahr, warum beginnen wir denn dann nicht jetzt in Freiheit schon, da dass wir aus der Pleitewirtschaft langsam immer noch Panzer gerieren müssen?
Die Wahrheit lautet heute unter Obama,